Colleen Ullmann Fernandes teilt lustiges Foto zum Jahrestag. Colleen Ullmann Fernandes, 41, zeigt sich von ihrer lustigen Seite. Seit 2011 ist die Moderatorin mit dem Schauspieler Christian Ullmann, 47, verheiratet. Im April 2012 war ihr Liebesglück durch die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter gekrönt worden. Im vergangenen Herbst verkündete die dunkelhaarige Beauty, dass sie mit ihrer Familie nach Mallorca auswandert. Auch nach 13 Ehejahren scheint es noch immer bestens zu laufen. Zu ihrem Jahrestag teilt Colleen einen süßen Schnappschuss mit ihrem Mann. Heute, seit 13 Jahren, schreibt die Schauspielerin zu einem Foto mit Christian auf Instagram. Sie stehen mit gesenktem Kopf nebeneinander und schauen auf ihre Hände, während sie nervös mit ihren Fingern spielen. Ein Seufz-Emoji vollendet den Post. Die Bildunterschrift ist sicherlich ironisch gemeint, da das Paar ohnehin für seinen Humor bekannt ist. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr steht immer noch nebeneinander und so angenehm, wenn die Stille der Zweisamkeit nicht unangenehm ist, schreiben Fans zum lustigen Schnappschuss der beiden. Mark Keller wuchs mit Gefängnisgittern vor den Fenstern auf. Mark Keller, 58, verbrachte seine ersten Lebensjahre an einem eher ungewöhnlichen Wohnort. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in der Actionserie Alarm für Cobra 11 bekannt. Seitdem konnte er in vielen weiteren TV- und Filmproduktionen sein Können unter Beweis stellen. Bereits seit rund 15 Jahren spielt der gebürtige Baden-Württemberger den Dr. Alexander Kahnweiler in der deutschen ZDF-Serie Der Bergdoktor. Jetzt plaudert er aus dem Nähkästchen und verrät Details über seine Kindheit. So ungewöhnlich wuchs Mark auf. Im Interview mit dem Gala-Magazin bei RTL verrät der Schauspieler, seine Großmutter sei während des Krieges nach Überlingen am Bodensee geflohen. Punkt. Da gab es nichts, da hat sie dann eine Zelle bekommen mit ihren Kindern. Und als der Krieg vorbei war, hat die Stadt gesagt, ihr könnt aus diesem Gefängnis eine kleine Wohnung machen. Mark, der nach dem Tod seiner Mutter bei seiner Oma aufgewachsen war, sei dort dann quasi reingeboren, mit Gittern vor den Fenstern habe ich immer auf die Straße hinausgeguckt. Dennoch hat der 58-Jährige auch heute noch positive Erinnerungen an sein ungewöhnliches Zuhause. Es war so schön und idyllisch, schwärmt er im weiteren Verlauf des Interviews. So zeigt sich der Serienstar noch immer dankbar über diese Zeit. Gemeinsam mit seiner Familie habe er trotz der damaligen ärmlichen Bedingungen das Beste aus der Situation gemacht.